Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer neuen Folge von Bellwright. Hatten wir lange schon nicht mehr, beziehungsweise stimmt gar nicht, Soul Mask war das, was wir schon länger nicht mehr hatten. Aber heute sind wir mit Bellwright am Start. Ja, im letzten Part sind wir in dem einen Lager stehen geblieben. Ich bin dann kurz zu Hause zurück, ja, genau, Luni, nach Hause teleportieren. Und genau, dann gucken wir einfach rein. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und den Abo-Button zu aktivieren, wenn euch meine Videos gefallen. Und wer Bock hat, kann diese beiden Codes scannen und kommt damit direkt auf mein Discord und zu meinem Insta. So, jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß und sage, let's go! Ja Leute, wir stehen hier bei unserer lieben Alexandra an der Forschungswerkstatt und sie erforscht gerade die Sammelhütte. Ist damit auch schon fast fertig. Danach müssen wir gucken. Ich glaube, ich muss für eine Quest noch zwei andere Sachen erforschen. Für das eine habe ich, glaube ich, Weißblech gebraucht. Das ist aber überhaupt kein Thema, denn die Schmiede ist fertig. Sie steht hier hinten und der gute Schmied war auch vorhin schon fleißig dabei, Weißblech zu machen. Jetzt gerade macht er nichts, aber das ist nicht so schlimm. Dann haben wir ja im letzten Part, jetzt muss ich mal kurz zur Bevölkerung, oder was im vorletzten Part, ich bin mir nicht mehr sicher, die Belinda Stone hier rekrutiert, beziehungsweise wollte sie ja mit uns mitkommen. Und wir haben gesagt, ja klar, du kannst gerne kommen mit diesen Attributen. Ja, was soll man dazu sagen? Ich weiß jetzt noch nicht genau, wo ich sie einsetzen will. Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder kennt Belinda auch und sagt mal oder schreibt in die Kommentare, wo ihr sie denn so eingesetzt habt. Ja, genau. Und sonst, was ist noch so passiert? Eigentlich nicht weiter mehr. Wir warten jetzt ganz kurz, bis die gute Alexandra hier fertig geforscht hat. Es ist einfach viel zu heiß zu reden. So, wie schaut es denn aus? Hier, noch eine Minute. Gut, dann gucken wir doch dabei mal in die Quests. Hier müssen wir noch mit Clara Winterburn sprechen. Genauso wie hier. Das können wir ja beides später machen. Ein weiterer Versuch. Herndin, Padstow können wir erst einmal ignorieren. Dann müssen wir noch mit Marcel sprechen. Und hier brauchen wir zweimal den Fußsoldatenhut und zweimal den lederverstärkten geflickten Gambeson. Und ich glaube, genau das ist der, den ich noch nicht konnte. So, sie ist fertig. Wir gucken mal. Robuster Falkier und ein heimlicher Dolch. Den heimlichen Dolch haben wir hier und genau für den hatten wir das Weißblech gebraucht. Genau, das ist das, was noch fehlt. Wird also gleich hier reingelegt und dann ist der nämlich auch schon fertig. Genau, und den robusten Falkion weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den schon gemacht habe. Gucken wir jetzt mal ganz kurz in meine Kiste, wo nichts drinnen ist. Gut, dann habe ich ihn wahrscheinlich noch nicht gemacht. So, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, hier bei der Werkstatt muss ich den in Auftrag geben. Gehst du mal da hoch, bitte. So, hier ist das Herstellen. Wo war denn gleich das Verwalten? Da. Hier, der robuste Falkior, bitte einmal herstellen. Ganz nach oben. Bronzepfeile nehmen wir uns selbstverständlich auch gleich mit. Und dann kriegt das Ganze langsam Hand und Fuß. So Leute, dann hätte ich gesagt, wir gehen zu Clara Winterburn und sprechen zuerst mal mit ihr. Vielleicht ist ja dann auch der... Ach, was war es jetzt nochmal? Der heimliche Dolch fertig geforscht? Okay, wo ist die gute? Ich glaube in Crashmere. Jawohl, ja. So, jetzt wundert euch mal nicht, warum ich anders ausschaue. Das liegt daran, dass mein Spiel vorher abgeschmiert ist, weil es einfach viel zu warm ist und ja, ich mich jetzt umgezogen habe und deswegen jetzt so ausschaue, wie ich jetzt ausschaue. Wir sind auf jeden Fall in Crashmere und müssen ja zu Clara Winterburn und sprechen dann mit ihr und gucken, was sie uns zu sagen hat. Wir haben ja dann eben zwei Quests bei ihr abzugeben. Wo ist sie denn?
Die gute Clara. Ich glaube, da hinten läuft sie. Don't try anything stupid. Clara? Nee. Das ist er. Händler. Clara. Du bleibst mal stehen. Sie plant gerade noch ein paar Rettungsmissionen, aber wenn ich mich unterhalten will, dann macht sie eine Pause. Erkennst du dieses Siegel, fragen wir sie. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht haben die geretteten Gefangenen es irgendwann gesehen? Nun, die Gruppe, die wir zuletzt gerettet haben, erholt sich noch. Und es tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du sie jetzt bedrängst. Aber es gibt eine Person, Michael Cross. Vielleicht weiß er ein paar Dinge über das Siegel. Danke für die Information, ich werde mit Michael sprechen. Und die Forschung für den heimlichen Dolch ist abgeschlossen. Sehr schön. Wir hatten doch aber noch eine weitere Quest bei ihr. Genau, hier. Verfolgen. Clara, ich muss dich nochmal nerven. Eine weitere Rettung? Gut. Unsere Spione sagen, dass Ashburn noch nicht herausgefunden hat, wer hinter den Gefängnisausbrüchen steckt. Also macht weiter so. Werde ich tun. Okay, dann haben wir die Quest auf jeden Fall beendet und müssen jetzt mit Michael Cross sprechen, der irgendwo da hinten gammelt. Michael, where are you? Ah, ist das Michael? Geh weg da. Michael. I'm sorry. Myers. Entschuldigung, kennen wir uns? Ich bin ein Verbündeter von Clara Winterburn und Burningsdorf. Sie schlug vor, dass ich mich wegen dieses Siegels an dich wende. Ja, ich hab's schon mal gesehen. Die Erinnerungen sind noch verzerrt. Ich kann nicht... Ich verstehe, nimm dir Zeit. Danke. Die ganze Erfahrung in diesem Gefängnis war einfach schrecklich. Ich bin körperlich geheilt, aber die Albträume sind noch nicht weg. Aber deshalb wehren wir uns, um sicherzustellen, dass das niemandem sonst passiert. Ich habe das Siegel auf jemandens Brust gesehen. Sie waren ganz in Schwarz gekleidet und sagten etwas zu einem der Briganten. Und das ist alles, woran du dich erinnerst? Wenn ich das getan habe, habe ich es vergessen. Ich verstehe, danke für deine Hilfe. Gut. Dann werden wir jetzt zu Marcel Dobbins gehen und mit ihm nochmal quatschen. Und dann schauen wir mal, ich kann das doch von hier auch machen. Glaube ich, jetzt wartet mal kurz. Gebäude. Und ich brauche den Schmied für den heimlichen Dolch. Genau, dafür brauche ich dann noch Zimbarin. Und was war jetzt das andere, was wir noch gebraucht haben? Den robusten Falkior habe ich doch schon in Auftrag gegeben, oder? Ich glaube schon. Naja gut, wir werden jetzt erstmal nach Blackridge Pool gehen und mit Marcel sprechen. Und dann hoffentlich ist unser Zeug schon fertig, damit wir es halt auch abgeben können, nicht wahr? Ehrlich gesagt verstehe ich auch gar nicht, warum wir jetzt nochmal mit Marcel reden sollen, weil wir das doch schon gemacht haben, nachdem wir Blackridge Pool befreit hatten. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was er uns sagt, weil es steht ja da, die Zeit ist gekommen. Oh, ja, man sollte vielleicht nicht gegen den Zaun laufen. Und das kann halt aber nicht sein, weil wir ja Blackridge Pool schon befreit hatten. Also, Marcel. Hey, hey, you! Ich hörte, ihr suchtet nach mir. Wir sind bereit, eurem Beispiel zu folgen. Seid ihr bereit? Also, es hört sich jetzt schon so an, als müsste ich Blackridge Pool nochmal befreien, aber ihr habt es ja genau gesehen, dass ich das schon gemacht habe. Also weiß ich jetzt nicht, warum wir es nochmal tun sollen. Ich mache jetzt einfach mal ja und dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Pfeile habe ich? 55. Könnte ich dann vielleicht hier jetzt schon loslegen? Ach scheiße, jetzt hat mich wieder irgendwer gesehen. Ich glaube, ich mache das einfach so wie beim letzten Mal. Und düst mal hier rauf. Beziehungsweise ich bleib hier unten. Und wo schießt der? Ach scheiße. Das ist keine gute Idee. Ach shit. Hätte ich's mal nicht gemacht. Scheiße, ich muss irgendwie an meinen Loot kommen. Aber das ist etwas schwierig mit den ganzen Typis hier. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen außen rum.
Da hinten liegt er. Oh mein Gott, sind das wieder viele Nerf. So, mein Zeug habe ich. Ich will aber jetzt eigentlich Blackridge Pool nicht nochmal befreien, tatsächlich. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier raus, auf jeden Fall. So, und wir gucken nochmal, was jetzt offen ist. Fußsoldatenhut, lederverstärkter, geflickter Gambeson. Dann gehen wir jetzt mal kurz nach Hause und ich gucke, ob ich die beiden oder die vier Dinger jetzt schon habe, damit wir die auch abgeben können. Und dann gucken wir einfach mal, was uns der Part dann sonst noch bringt. Ja, Leute, ich habe jetzt nochmal geguckt wegen diesen zwei Rüstungsteilen, die wir abgeben müssen. Und für den lederverstärkten Gambeson brauchen wir, wie gesagt, Rohpelz. Und ich habe keine Ahnung, wo ich Rohpelz herbekomme. Also bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wo das am besten zu machen ist. Denn ich habe es jetzt tatsächlich nicht gefunden. Genau. Den robusten Falkior habe ich schon. Und der heimliche Dolch ist gerade noch in Arbeit. Deswegen sehen wir uns dann gleich wieder, wenn der auch fertig ist. Ach ja, Leute. Wisst ihr, was auch ganz komisch ist? Und zwar heißt es, für den heimlichen Dolch brauche ich Stahlbarren, Zinnbarren und Rohhaut. Ist alles da? Hier, Stahlbarren, Rohhaut und Zinnbarren. Wenn ich jetzt aber hier gucke, dann sagt er mir, dass der Zinnbarren fehlt. Er ist ja offensichtlich hier drinnen. Und er ist nämlich eigentlich auch nicht der Schmied. Also keine Ahnung, wo da schon wieder das Problem ist. Hattet ihr das vielleicht auch, diesen Bug? Oder liegt es tatsächlich irgendwie hier noch an meiner Bevölkerung? Meine Kette ist falsch. Denn der Frank Gualtier ist ja eigentlich der Schmied. So, aber ich denke mal, er braucht im Prinzip ja eigentlich nur hier die Herstellung. Wir können es auch mal so machen. 2, 3. Vielleicht geht er dann hin und macht dieses Dingens. Nee, es ist immer noch Harry Belin. Also, da müssen wir halt jetzt warten, bis der heimliche Dolch fertig ist. Beziehungsweise, vielleicht wisst ihr ja, was da schon wieder das Problem an der Sache ist. Ja, und was können wir denn in der Zeit machen? Denn, wie gesagt, das andere kann ich ja auch nicht erfüllen, weil ich nicht weiß, wo ich diesen Rohpelz herbekomme. Das heißt, wir können ja eigentlich jetzt nur hergehen und irgendwelche Lager clearen. Vielleicht dieses da mal, damit das auch weg ist. Außerdem habe ich hier noch nicht erkundet. Wisst ihr was, das machen wir jetzt mal. Wir klären dieses Lager da. Gegessen habe ich, Pfeile habe ich und Ding habe ich auch. Heilende Salbe. Das heißt, wir düsen dahin und gucken. Und hoffentlich ich nicht wieder sterben. Wo war es denn hier? Ich glaube, dann ist das hier der nächste Punkt. Wir müssen einfach da lang. Jetzt bin ich mal gespannt, wie mittelständisch die da sind. Wir haben mittlerweile auch schon wieder 6400 von diesen Rufpunkten. Damit können wir uns dann auf jeden Fall nochmal einen gescheiten Arbeiter holen. Wer kommt mir denn jetzt da entgegen? Beziehungsweise die stehen da blöd rum, oder? Sollen wir die wegmachen oder nicht? Ich hab halt aber bloß 54 Pfeile. Ich frag mich, wieso die da so dumm stehen. Wohin schießt er denn bitte? Geh kaputt. Ja, endlich. Na gut, haben wir die beiden jetzt halt ausgelöscht. Schauen wir mal, was die so dabei haben. Ah. Münzen, Bücher. Sehr schön. Und der da? Nur Münzen. Egal, macht nichts.
wir haben sowieso eine andere Mission und da oben ist dieses Lager nämlich auch, glaube ich, schon. Lass mich mal kurz hier so ein bisschen Überblick verschaffen, wie wir das am besten bewerkstelligen. Oh, da ist ja sogar wieder so ein Türmchen. Okay, also ich glaube... Ach nee, Alter. Das ist ein Kackbogenschützen. Oha, das sind ja mal end viele. Ich sollte vielleicht mal hier in Sicherheit gehen. Die müssen ihr ganzes Zeug erstmal verschießen. Oh Gott, das sind ja auch wieder nicht wenige. Lelf. Du erwischst mich nicht. Das hast du nicht so gedacht. Kann ich vielleicht wieder irgendwo hier hin? Wo sind sie da? Ja, sie, nein, bleib da. Bleib da. Ach, shit. Die Doofen. Hey, gehst du darauf? Gut, dann müssen wir halt wieder außen rum gehen. Macht auch nichts. Hier war irgendwas, was ich nehmen konnte. Oder? Ja, Flachs mit einem Stein. Na gut. Also einen haben wir ja zumindest schon mal kaputt gekriegt. Fehlen noch die anderen 5 Millionen. Oh, Manometer. Was ist denn, wenn ich mich hier... Kannst du da bitte drauf gehen? Ah ja. Wenn ich mich hier hinstelle, wo sind sie denn? Aua. Nein, nein, nein. Den treffe ich nicht, oder? Doch. Aber nicht so viel. Oh ja, doch, geil. Okay, jetzt kommt von hier. Hampelt nicht so rum, habe ich gesagt. Meine Pfeile müssen reichen. Boah, ich hasse die, wenn die so rumwurschteln. Okay, passt. Ah, gut. Ja, du kannst wieder zurückgehen. Ich will erstmal die ganzen Überreste. Ach, viel zum Essen dabei, alle. Da muss aber irgendwo noch... Ach so, ich glaube, das ist der Bogenschütze da oben. Geh mal, ruf da. Ah ne, kein Stein. Schauen wir mal, ob ich sie krieg. Einer ist schon down. Oh mein Gott, schnelle. Alter, wie hat denn der mich getroffen? Krass. Hallo, bitte noch eine Salbe. Ah, er ist auch gefallen. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Kacki. Das ist jetzt richtig dumm. Okay, wir haben hier noch einen Beutel. Oh, der hat richtig geiles Happer, aber keine Pfeile. Blöd. Egal, irgendwo. Da oben ist noch ein Beutel. Ich brauche doch nur Pfeile. Ah, da sind Pfeile, jawohl.
Okay, dann geht's jetzt dir an den Kragen, du. Stirb jetzt. Okay. Und somit haben wir dieses Lager auch erfolgreich ausgelöscht. Sehr schön. Das heißt, wir müssen Kisten plündern. Weil die Fahne werde ich wahrscheinlich wieder nicht nehmen können. Ne, bereits geplündert. Das stimmt überhaupt nicht. Also, Kiste Nummer Uno. Hier ist noch eine Kiste. Wir werden halt leider nicht alles mitnehmen können. Jetzt lass mich mal kurz reinschauen. Oh, die Pfeile wären natürlich schon gut. Na gut. Dann haben wir das hier, glaube ich, ja, erfolgreich zerschlagen. Ich gucke gerade, hier ist nämlich auch noch was. Honigkuchen. Oh, wie geil ist das denn? Der muss auf jeden Fall mit. Okay. Dann schauen wir mal noch in die Ruine da rein. Da ist bestimmt auch Zeug. Was ist hier? Achso, Flachs. Oh mein Gott, und da hinten sind auch so viele. Ist da irgendwas? Anscheinend nicht. Das hier ist dann wieder als Sehenswürdigkeit gekennzeichnet. Komm einmal rauf. Oh, was geht hier? Mein Inventar ist viel zu voll. Meisterbuch. Boah. Also Lehrlingsbücher brauchen wir nicht mehr. Oh nee, hier ist noch eine eine Kiste. Bärenbrot ist auch geil. Hilfe, Leute, man hat einfach viel zu viel Zeug immer. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Okay. War es das jetzt hier mit den Kisten? Mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken, dass der um die Ecke kommt. Hallo? Ja, ich glaube, das war es dann tatsächlich. Cool, dann haben wir das auch geschafft, Leute. Wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wo ich diesen Rohpelz herbekomme und warum ich den heimlichen Dolch nicht machen kann. Sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Ich habe zwar schon gegoogelt, aber finde leider nichts dazu. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, bye!